Finn Kratochwill, ein 11-Jähriger, geht aufs Ganze. Seine Maschine ist mit 68 Kilo doppelt so schwer wie er selbst. Was Finn nicht davon abhält, der Konkurrenz regelrecht um die Ohren zu fahren. In der holländischen Mini-GP-Serie können sie ein Lied davon singen. Fast nur Siege. So viele, dass Papa Jan kurz mal den Überblick verliert. Finn, wie viel Mal hast du jetzt gewonnen? 6 Rennen, 4 Mal gewonnen, 2 Mal Zweite, oder? Glaube ich. Ja. Bei Halbzeit dominiert der Mühlhäuser die offene holländische Meisterschaft. Er trainiert wie ein Ochse, er hat richtig Bock drauf, ja. Es macht ihm richtig Spaß, das Motorrad ist toll. Motorrad passt. Ich will halt gewinnen und dann im Weltfinale hoffentlich versuchen, vorne mitzufahren. Aber die sind richtig schnell. Finns großer Vorteil, er trainiert mit dem früheren WM-Piloten Dirk Heidolf. An seine 15 PS starke Rennmaschine hat er sich ganz schnell gewöhnt. Alleine die Rundenzeiten, da wo wir jetzt trainieren waren, wo wir letztes Jahr trainieren waren, haben wir überall noch mal eine knappe 1,5 Sekunde zugelegt. Also er lernt halt extrem schnell. Also das ist schon manchmal, wo du sagst, boah, das hätte ich gar nicht gedacht, dass man das so schnell jetzt so perfekt umsetzen wird. Auf dem Flugfeld Obermehler-Schlotheim simulieren sie eine Rennsituation. Dirk Heidolf spielt den Gegner. Finn soll die Lücke finden. Hier macht Heidolf die Tür zu. Finn bleibt dran, gibt nicht auf, sticht im richtigen Moment rein und zieht vorbei. Und ein bisschen Holländisch hat er auch schon gelernt. Ich bin Finn. Ich bin Finn heißt das. Und wenn's weiter so läuft wie geschmiert, startet der Mühlhäuser schon bald beim großen Weltfinale.